warten wir doch mal eben noch kurz, bis alles halt gesagt worden ist. Ey, bist du online? Sehr schön. Wir sind live. Und in Farbe. Und eventuell noch ein paar andere Dinge, aber das tut hier jetzt nicht zur Sache. Wollen wir doch mal. Sehr schön. Gut. Die Jagd nach Don Cornelius Kronjuwelen. Kleine Wildfang, genau. Genau. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Wir möchten ganz gerne halt. Will ich da überhaupt lang? Nö. Rückzug. Bin falsch gelaufen. Muss ich denn langlaufen? Ach so. Da lang. Meine Tochter lebt auf der Platte. Papa ist total erschöpft. Wo ist sie denn hin? Sitzt dann im Petition. Ja, obwohl. Ja, nee, ich lasse das lieber. Die Waffe wird mir noch gute Dienste leisten. Kurz und schmerzlos. Volle Konzentration. Hey! Yeah, geil. Mehr MP, das ist, finde ich, gut. Apropos. Bobo. Material kann ich mal eben kurz übernehmen. So muss es sein. Kurz, schmerzlos. Hier können wir übrigens noch den zweiten Chocobo halt befreien. So, 2 von 3 haben wir. Das ist gut. Das stimmt, hier können wir halt.
Was liegt denn da? Eine Halbpflanze? Schlüsselgegenstände. Halbpflanze. Eine besondere Blume, die Eris in der Küche züchtete, wird dazu Zutat für Arzneien verwendet. Ah! Ja, das war die Szenerie, ja. Ich hab nichts getan. Das muss eine Verwechslung sein. Kiri. Kiri? Noch nie gehört. So ein schöner Name. Kann man glatt neidisch werden? Ein Freund von uns hat gesagt, dass du ihm sein ganzes Geld gestohlen hättest. Ach, darum geht's euch nur. Ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. Jetzt erinnere ich mich. Bist du nicht dieses Klatschmaul aus Sektor 5? Das könnte ich gewesen sein. Hatte mal so eine Phase. Aber sag mal, dieses Schwert kenne ich doch. Du bist der Alleskönner, von dem alle reden, oder? Was habe ich für ein Glück? Du musst mir helfen. Shinra ist hinter mir her. Hast du die etwa auch beklaut? Nein, das war ein Missverständnis. Ich konnte doch nicht ahnen, dass die von Shinra waren. Und ich habe doch eh nur diesen einen blöden Schlüssel mitgehen lassen. Dafür muss man mich ja nicht gleich durch die Gegend jagen. Du hast also den Schlüssel geklaut. Ist das Ding so wichtig, dass sich das schon rumgesprochen hat? Aber das wusste ich doch nicht. Will man mich dafür umbringen? Muss ich mich mein Leben lang verstecken? Bitte, Kiri. Gib unserem Freund zurück, was du ihm gestohlen hast. Und den Schlüssel kannst du mir geben. Vergiss es. Dann habt ihr, was ihr wollt und lasst mich allein. Wer soll mich denn dann beschützen? Um Shinra kümmern wir uns schon. Also gib uns den Schlüssel. Versprochen, ja? Die Typen von Shinra sollten jetzt gerade am Kolosseum rumhängen. Sie warten bestimmt auf mich, bin nämlich für ein spezielles Match dort eingetragen. Ist schon überall angekündigt. Bist du verrückt? Quatsch, die können warten, bis sie blau werden. Ist ein Wunder, dass du nicht schon längst draufgegangen bist. Nehme ich als Kompliment. Sag Bescheid, wenn ihr fertig seid. Habe schon gesagt, dass ich Kiri nicht mag. Mir fällt doch gerade so ein, ich habe hier was vergessen. So vor ewig und drei Tagen liegt hier nämlich noch eine Materie rum. Zwar eine Heilmaterie, aber hey, kann ich verkaufen. Man verkaufen. Ja, nur mit den Arzneien habe ich schon mit dem gesprochen oder nicht? Gerade aktuell nicht. Ja, zu spät. Ich bin bereit. Das wird so nicht. Bis hier und nicht weiter. Okay. Jo, schnell vorbei. Ich könnte jetzt auch Anti-Feuer, aber die nutzen hier so wenig Feuer. Gerade davon spreche. Materia, was haben wir denn hier so wunderschön für eines?
nicht wirklich viel. Kann ich mich auch mal eben kurz hinsetzen? Das war eigentlich auch keine schlechte Idee. Irgendwer hat mich schon wieder angeschrieben, so sinnvoll. Ah, nee, wir nehmen den kurzen Weg. Ich glaube, bei den Kids war jetzt aktuell nichts gewesen. Außer das Kisten. Stimmt! Das Kisten. Die Kistensache könnte ich auch mal eben kurz machen. Dazu brauchen wir auf jeden Fall das Eisenschwert. Ach, Cloud! Du kommst gerade richtig! Erinnerst du dich an Kistenkrieg? Es ist jetzt noch schwerer. Damit bereiten wir uns aufs Kämpfen vor. Wenn man sich nicht verteidigen kann, hat man es in dieser Welt schwer. Auch als Kind. Kisten reichen uns zum Üben langsam nicht mehr. Vielleicht sollten wir gegen echte Ungeheuer antreten. Das klingt nach einer sehr dummen Idee. Was hast du gesagt? Wir haben alle viel mehr Punkte im Kistenkrieg als du. Übertriff das und wir hören dir vielleicht zu. Ja, wir machen es auf schwierig. Auch wenn ich halt das Transfermodul schon habe. Es ist auf jeden Fall sehr, ich sag mal, empfehlenswert. Das Transfermodul sich zu holen. Genauso auch halt hier die Zeit. Was auch ganz gut ist, ist halt Schwertsturm. Weil damit kriegen wir halt die Kisten hier ganz schnell kaputt. Also es ist natürlich auch hier die Kisten alle mitzunehmen, weil Punkte ist halt dann doch alles. Das war das Falsche.
Das habe ich versaubeutelt. Ah, verdammt. Ich dachte, du wolltest uns zeigen, was du kannst. Wir müssen einen neuen Rekord aufstellen. Ja, ja. So, das sollte eigentlich jetzt... Ah, da ist noch eine Zeitkiste. Also wichtig ist hier wirklich, die Zeitkisten mitzunehmen. Hahaha, hi. Aber gerade so Kisten kriegt? Ja, doch. Ich mag diese Kisten nicht, die 1500er. Ach, mir geht's eigentlich ganz gut. Und selbst? So. Ach, man lebt. Ja, hört sich jetzt nicht so berauschend an, muss ich sagen. Ja, ich werde halt auch nicht... Ja, ich werde mit ein bisschen streamen hier. Ich bin bereit. Das wird wehtun. Und schon neuen Rekord aufgestellt, so gefällt mir das. Auch wenn ich jetzt die Belohnung halt nicht kriege, aber so kann ich wenigstens sagen, ich hab's geschafft. Wahnsinn! Das schaffen wir doch nie, so stark wie du zu sein. Als echte Heldin musst du das lockerer sehen. Wer Spaß an einer Sache hat, kommt auch durch. Die stärksten Leute machen das alle so. Alles klar, danke Cloud. Wir können echt viel von dir lernen. Komm doch mal wieder vorbei. Wenn ich Lust dazu hab. So. Eisenklinge brauche ich jetzt nicht mehr.
viele Medaillen habe ich? Zu viele. Oh. Stimmt, das brauche ich definitiv. Das kaufe ich mir jetzt einfach auch einfach mal. Sehr schön. Ey, lauf doch weiter. Ich meine, darunter war noch der Doktor. Oder höre ich mich da? Soll ich nur machen? Oh, du bist doch Aeris Bodyguard, oder? Ich brauche dringendst Heilkräuter und wollte Aeris bitten, mir wieder welche zu besorgen. Wo ist sie denn heute? Seit dem Unfall in Sektor 7 kann ich gar nicht genug Medikamente herstellen. Ich brauche noch viel mehr, doch mir sind die Zutaten ausgegangen. Was benötigst du denn? Hilfst du mir etwa bei der Beschaffung der Zutaten? Ich danke dir im Namen aller Slumbewohner. Das sind die Sachen, die ich brauche. Notiz. Dann schauen wir uns das doch mal an, diese Notiz. Mokri-Mörser bei den Mokris. Behemoth-Horn. Ach du Heilige. Ja, das stimmt, da war was. Das darf lustig werden. Ich hab Armut nicht. Okay. Ja, das letzte Mal hat er mir auch schon den Boden halt aufgewischt. Das weiß ich noch. Wobei, seit dem letzten Mal bin ich auch wesentlich stärker geworden, muss man dazu sagen. So, ich meine, hier an der Schnellstraße war noch ein Chocobo gewesen. Und Behemoth, das. Ja, das wird lustig auf jeden Fall. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Komm.
HP-Boost. Das ist nice. Hi Lion! Wie geht's? Wie steht's? Ja, mir geht's soweit ganz gut. So, Nummer 1 habe ich erledigt. Muss mal schauen, ob ich halt. Ich lass mir nämlich gleich mal, oder ja, je nachdem halt, wollten wir nämlich ganz gerne einen neuen Avatar halt so ein bisschen. Machen lassen. Das ist ein TP-Boost. Ich finde es interessant, dass es halt heißt, von wegen alles okay, ja, ja. Das hat sich gezogen. Ach ja, natürlich war das fest. Das war ziemlich knapp. Uns fehlt eine Strategie. Strategie heißt draufkloppen bis zum geht nicht mehr. Ich möchte jetzt mal eben kurz was nachschauen und. Ja, gut, okay. Ich habe vollkommen vergessen, dass hier auch noch ein Kampf kommt. Und ich bin auch der Meinung, dass der nicht gerade so leicht ist. Mit Halstuch. Bin jetzt echt am Überlegen, was halt für Gegner hier kommen.
nicht Füße. Ich bin bereit. Die sind tatsächlich gar nicht mal so leicht. Zumal Ende mit Schrecken halt hier nicht eingesetzt werden kann. Ah, Cloud ist dagegen immun. Sehr schön. Wie gesagt, bei den Gegnern. Neomutanten. Ja, die holen ja auch die Neomutanten, Alter. Ja. Mein Einsatz. Übernimm du. Mit dem mutanten Schweifzeher dass mal einen fertig kriegen hier. Ich glaube, die müsste ich zuerst umnehmen. Die Neomutanten. Und zumindest geben die sehr gut FP. Schön. So, welcher von den beiden? Der B ist das. Ja, mach mal Viagra auf alle. Thank you.
Ja, das zieht sich hier dann noch so ein bisschen, ne? Ja, da ist ein Neomutant. Ah, Gebet hat... Stimmt, das habe ich auch noch. Ein bisschen Gebet. Oh, der andere Mutantenschweif ist auch schon besiegt. Das ist sehr schön. Bisschen maximale Wut. Wollte er sich selbst zerstören? Ich glaub's aber nicht. Gute Arbeit. Ja, so kann's weitergehen. Okay. Sam. Ja, da können wir nämlich gleich zu Sam auch hin. Das ist sehr gut. Cloud hat alle Chocobos gefunden. Geh zu Sam, um ihm davon Bericht zu erstatten. Nummer 2 war ja recht easy, weil der einfach nur bei der Küche war. So, Sammy Boy. Da bist du ja, Champion. Meinen besten Dank, alle drei Chocobos sind wohlbehalten wieder aufgetaucht. Mit den drei Flitzern läuft auch mein Kutschbetrieb endlich wieder rund. Hier, das ist für dich. Das ist ein Freifahrtschein für unsere Kutschen. Damit kannst du so oft du willst mit den Kutschen von Sams Chocobo Express fahren. Chocobos tragen einen, spenden einem draußen in kalten Nächten Wärme. Man muss die Viecher einfach lieben. Und dass ich mich am Wallmarkt über Wasser halten konnte, habe ich auch nur einzig und allein meinen Freunden hier zu verdanken. Wenn du ihnen in die Augen siehst, weißt du einfach, dass sie es gut mit dir meinen. Ja, hier ist es nicht so, dass halt die Hunde der beste Freund des Menschen ist. Nein, es sind tatsächlich Chocobos. Mein Versuch ist es wert. Wieso nochmal? Wart ihr etwa schon mal bei dem Kerl? Kein Kommentar. Hä? Cloud? Ich will nicht drüber reden. Ich war schon mal bei dem Kerl. Kein Kommentar. Ich will nicht drüber reden. Wo ist denn Marlene? Ist sie okay? Klar, der geht es blendend. Da bin ich aber beruhigt. Sagt mal, könnt ihr mir helfen? Ich bin auf der Suche nach Schallplatten für die Jukebox. Mit ein bisschen Musik könnten wir den Leuten wieder Mut machen. Was für eine tolle Idee, Betty.
Alles klar. Wenn wir Platten finden, bringen wir sie dir. Und dann drehst du ordentlich auf, okay? Wirklich? Vielen Dank. Ja, wir brauchen hier tatsächlich 3 Schallplatten. Ich habe mein ganzes Hab und Gut verloren. Achso. Ja, das wird auch angezeigt, welche Musikstücke halt benötigt werden. Machen wir Stand-up. Das Lied kenne ich. Dazu haben Marlene und ich immer getanzt. Doch nicht so. Das geht ganz anders. Das Lied war ein Hit, als ich noch jung war. Ich zeig euch, wie das richtig geht. So, aus der Hüfte. Wow, toll. Jetzt weißt du, wie wir früher getanzt haben, Kleine. Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich mag das Lied. Tolles Lied. Bei der Melodie fühlt man sich irgendwie ganz tapfer. Wow! Bei diesem Rhythmus gerät mein Blut richtig in Wallung. Ich fühle mich wie ein junger Krieger. Da kann man ja gar nicht stillstehen. Nicht wahr, Junge? Wir beide verstehen uns. Leben ist Leidenschaft. Schön beruhigend. Darf ich etwas hier bleiben und zuhören? Das war früher eins meiner Lieblingslieder. Aber klar. Macht echt Spaß, gemeinsam Musik zu hören. Vielen Dank für die Platten. Gern. Uns hat's auch auf andere Gedanken gebracht. Irgendwann kommt der Tag, an dem unsere Siegesfanfare erklingt. Bis dahin werden wir tapfer kämpfen. Haha, etwa nicht? Das ist auch so eine schnelle, leicht gelöste Quest. Meines Erachtens nach. So, welche Quest haben wir hier? Geheime Medizin. Ja, stimmt. Der kleine Wildfang. Genau, zu dem... Was wollten diese Shinra-Terroristen eigentlich hier? Angeblich ist Corneo verschwunden. Stimmt, die Kampfszene bekommen wir hier. Stand-up ist in Honeybee. Muss das sein? Letzte Melodie war sie bloß aktuell, jetzt gerade nicht. Ja, ne? Das, Oh, Champion, du kommst gerade richtig. Diese Kiri, die heute ein Match antreten sollte, scheint kalte Füße bekommen zu haben. Wir warten schon seit Stunden und immer noch keine Spur. Wie wär's, Champ? Würdest du ihren Platz einnehmen? Das machen wir natürlich. Kein Problem.
Oho, ein Mann, ein Wort. Mit dir als Ersatzprogramm wird sich niemand beschweren. Ich meine auch, dass der Kampf nicht so schwer war. Vielleicht kommt das. Super hart. Was machst du denn hier? Wo hat sich Kiri versteckt? Diese verlogene Diebin. Das muss ein Handlanger von Shinra sein. Kiri ist verhindert. Wir sind das Ersatzprogramm. Dann mache ich halt euch fertig. Schließlich habe ich mit euch auch noch eine Rechnung offen. Böses Blut zwischen den Kontrahenten im Racheengelkampf. Passt das nicht wie die Faust aufs Auge, werte Zuschauer? Und ihr Kampf beginnt jetzt. Ich habe natürlich die falschen Materie drin. Ja, doch, wir beginnen einfach neu. Ich möchte halt nicht, dass ich da jetzt halt großartig mich verprügeln lassen darf. Denn ich weiß, dass ich Materia Luft austauschen gegen Glut. Barrett, du nimmst den FP-Boost bitte raus. Und bekommst doch ein Glut. Oh, Champion! Du kommst gerade richtig, diese Kiri. Wie wär's, Jim? Kein Problem. Die Feuermaterie brauche ich nämlich tatsächlich, um den einen fast komplett wehrlos zu machen. Das Schoßhündchen. Was machst du? Diese Verlobung? Das muss ein Handlanger. Kiri ist verhindert. Damit ist tatsächlich schon der schlimmere von den beiden hinüber. Hoffentlich. Das sieht doch schön aus. Tiefer ein bisschen Gebet. Ich habe vergessen, dass ich maximale Wut auch noch einsetzen könnte. Sehr schön, einmal ein Kreuzschlag ins Gesicht. Jetzt.
Ja, hat es doch eine richtige Erinnerung. Sehr schön. Bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Abgefahren. Ihr habt's echt drauf. Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf. Ja, doch, wir reisen zurück. Wir können ja zurückreisen. Dann gibt's TP. Es ist erledigt. Shinra wird dich nicht mehr verfolgen. Oh, echt? Oh, wunderbar, da bin ich aber froh. Hast du deine Lektion gelernt? Klar. Immer vorher gucken, wen man bestiehlt. Das war sie auf keinen Fall. Gut. Das wär's dann erstmal, oder? Ich müsste eben mal nach Hause, wenn ihr nichts dagegen habt. Stillgestanden! Oma, was machst du denn hier? Fräulein, du bringst mich noch ins Grab vor Sorge. Danke, dass ihr euch um sie gekümmert habt. Ihr seid verwandt? Hatte ich das nicht erwähnt? Dieser kleine Frechdachs ist meine Enkeltochter. Guck, wir haben die gleichen Augen. Komm, Kiri, stell dich nicht so an und gib ihnen den Schlüssel. Na gut. Übrigens, darf ich eigentlich auch wissen, wozu der gut ist? Schnüffel nicht immer so rum, Kiri. Kehr erst mal vor deine eigenen Tür, bevor du dich wieder in irgendwas verwickelst. Sei nicht so fies, Oma. So schlimm bin ich doch gar nicht. Sag die, die alles klaut, was nicht festgenagelt ist. Selbst eine diebische Elster hat einen Ehrenkodex einzuhalten. Mach deinen Job gefälligst anständig. Sonst kannst du dir aus dem Kopf schlagen, der nächste Racheengel zu werden. Warte mal, du bist der Racheengel? Und du bist von Avalanche. Ich kann deine Unruhe spüren. So viel ist noch ungetan, nicht wahr? Mir geht es genauso. Ob Racheengel oder Avalanche, so verschieden sind wir nicht. Das sind nur unterschiedliche Namen für einen gemeinsamen Kampf. Jeder Mensch besitzt die Freiheit zu wählen, wer er sein will. Oder? Wir entscheiden selbst, wer wir sind. Hä? Greifen wir uns Corneos Schätze und verteilen sie unter den Leuten. Dann sind wir die Racheengel. Bist du dir sicher, dass das mit dem Racheengel so funktioniert? Wir kämpfen für eine gemeinsame Sache. Das hat sie selbst gesagt. Stimmt auch wieder. Kommt, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Ja. Man sagt, dass sich Corneo in der Kanalisation mehrere Geheimräume eingerichtet haben soll. Genau, wir haben jetzt seit einmal das Portemonnaie, einmal haben wir Schatz abzugreifen, der irgendwo nämlich hier ganz unten ist. Und zwar hier. Kann ich von hier aus reisen? Ja, kann ich. Slum Sektor 5, Eingang. Ja gut, wir werden aber erstmal zur... zum Bahnhof halt gehen, denn dort ist halt entsprechend, ach ja, der Dingsbums. Ja, ja, die gute Mireille. Dann Johnny gibt
das Portemonnaie wieder. Mein Portemonnaie! Bruder, ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Hör auf, mich Bruder zu nennen. Danke, damit komme ich hier endlich weg. Du gehst echt? Tifa, halt mich nicht auf. Du hast es vielleicht schon gehört, aber man hat es auf mein Leben abgesehen. Ich kann hier nicht länger bleiben. Und Schuss. Okay. Aber wenn du willst, dass ich bleibe, Tifa, und wir beide... Viel Glück, Johnny. Danke. Du wirst überall klarkommen, Johnny. Da bin ich mir sicher. Oh, Tifa, meine ewige Muse. Wenn du das sagst, dann muss es stimmen. Dein Johnny schafft es überall. Also dann, Bruder, Tifa, wir sehen uns. Ich bin so verdammt froh, wenn der nächste Part halt auftaucht. Weil das ist das letzte Mal, wo wir halt mit Johnny halt rumrennen dürfen. Oder wo wir Johnny halt hier treffen. Was ein bisschen schade ist eigentlich, aber ist halt so. Stimmt, die andere Stelle ist nur ein Eintritt, ne? Da war was. Ach ja. Ein bisschen Kisten kaputt machen. MP-mäßig. Ja, reicht eigentlich, wenn ich dort mit einem Panzerschwert jetzt umrenne. Das reicht schon. Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Nämlich runter. Das ist nämlich ein Kopf. Shorty. Komm schon. Müsste ehrlich gesagt jetzt. So. Na, hier haben wir es schon. Alles klar. Hier gibt es nämlich die erste. Das erste Türchen. Gibt's auf jeden Fall eine Gebetmaterie. Das sind Mokrim-Medaillen. Kiste? Kiste! Das ist Molotow. Im Grunde genommen gibt's ja auch nicht gerade groß etwas, das muss man dazu sagen. Sowas wie doch die das Diadem ist eine der Sachen, die halt wichtig sind. Bisschen Gil.
eingestürzte Schnellstraße. Da möchte ich jetzt hin. Da ist nämlich der nächste. Ich muss allerdings sagen, dass ich die Chocobo-Musik hier nicht so toll finde. So, bei der Schnellstraße gibt es halt von dem Chocobo-Platz aus nämlich keine einzige Gegnerlein. Außer direkt am Eingang, glaube ich. Da? Nö. Ist noch nicht mal irgendetwas hier. Hier ist aber auch der kleinste Schatz von allen. Gibt es nämlich nur das Diadem, von dem es halt insgesamt 3 Stück gibt. Schlüsselgegenstände. Genau. Die eingestürzte Schnellstraße, die Kanalisation, da können wir erst später hin. Und hier haben wir halt die beiden Diademe. Wie gesagt, das dritte gibt es halt auch noch. Ich weiß aber nicht mehr genau, wofür wir die brauchen. Oder ob wir die einfach verkaufen können. Ich glaube nämlich nicht, dass man die verkaufen kann. Auf jeden Fall werden wir jetzt zum Immergrünen Park gehen. Das Theme finde ich zum Beispiel schon wesentlich besser. Falls man übrigens die große Bertha nicht gefunden hat. Oder gekauft hat, jetzt wäre halt die Möglichkeit dazu. Hier gibt es inzwischen nur noch Ruinen und alles. Aber wir kommen hier jetzt durch. Oder auch nicht.
vorher mit irgendjemandem hier oben reden? War da was? Esper in Form eines legendären Chocobos, der seit jeher keine Ahnung was hat. Oh, Barrett. Walmer, alles okay? Schön wär's. Die Bürgerwehr soll sich um die Verletzten kümmern. Das würden wir ja auch. Aber uns hält ein riesiges Problem von der Arbeit ab. Das waren nämlich nicht nur Gerüchte. Es gibt dieses unterirdische Labor wirklich. Und schreckliche Kreaturen brechen aus ihm aus. Cloud, du kennst dich mit solchen Angelegenheiten aus. Jemand muss in dieses Labor eindringen und die Bedrohung ausschalten. Ein gefährliches Unterfangen. Für euch schon, für mich nicht. Wir können also auf dich zählen? Danke. Ah, schön, das heißt, wir mussten halt vorher mit Weimar reden. Ja. Das ist auch so eine Sache, diese Sidequest mit von wegen hier unten halt für Ordnung sorgen, hilft uns auch gleichzeitig dazu, halt die Quest von dem anderen hier von dem Arzt halt auch zu erledigen. Gestern Abend sind einige Straßen eingebrochen. An ein paar Stellen soll kein Durchkommen mehr sein. Hier gibt es noch das wunderschöne ja. Ich meine hier gibt es übrigens noch mit dem wilden Wachhund. Ich bin bereit. Nur dieses Mal haben wir halt auch Barrett mit dabei. Ich meine, es macht Sinn, dass hier auch so ein wilder Wachhund halt mit dabei ist. Das macht halt schon Sinn. Nein, wir haben ja ganz am Anfang des Spiels halt auch noch so ein Hündchen halt bekämpft gehabt. Jetzt bald. Nicht. Dann
übernimm. Hier kommt Barret! Dein Einsatz! Zieh dich zurück! Sehr schön. Ende mit Schrecken. So ein bisschen Vita. Ich bin natürlich jetzt am Überlegen, erstmal sollten wir zwar schon halt alles umnieten. Schön, dass ich Feuer noch halt als Element. Ich bin bereit. Hab alles im Blick. Das wird so nichts. Keine Chance. Und jetzt. Volle Konzentration. Schnell ein Ende mit Schrecken. Das macht nämlich gut Damage immer. So. Bist Geschichte. Du machst maximale Wut. Hat wieder volle. Weiter geht's. Ich weiß nicht. Okay. Ja, das dürfte eigentlich so schnell beendet sein. Glücksboost ist gestiegen. Das ist sehr gut. Sehr nice.
genau, wir müssen hier durch. Ich glaube, hier gibt es jetzt auch keine Gegner mehr. Was hat die vielleicht hier drinnen? Gang. Ja, das... Gute Arbeit. Ja, so kann's weitergehen. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, hier brauche ich es nicht. Ja, hier haben sie die Leiter auch schön entfernt. Ist das schon der Raum? Ja, das ist der. Hals- und Beinbruch. Ist nämlich ein optionaler Boss. Der B-Mod. Chip Zero. Ja, das war mir schon klar gewesen, dass der... Hier müssen wir halt darauf schauen, dass wir den Oberkörper und den Unterkörper halt kaputt kriegen. Am besten ist es halt, wenn er halt Tifa oder Barrett halt versucht anzugreifen. Weil selbst Barrett halt nicht allzu viel AP hat gegen oder Verteidigung halt hat gegen seinen Amok-Modus. Auf jeden Fall machen wir mit den beiden jetzt hier mal ein bisschen Gebet. Barrett, mein Bester, du kannst ein bisschen maximale Wut auf jeden Fall machen.
Sehr schön, ein bisschen Gebet. Tifa, du ebenfalls noch dazu. Das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um ein bisschen Gebet zu machen. Was? Gut, Barrett, mein Bester. Ach du Heilige. Ja, um denen halt ein bisschen klein beizukommen. Müssen halt beide Teile kaputt gemacht werden. Du könntest ein bisschen Vitra auf Cloud casten. Bisschen maximale Wut. Ja, auf den Oberkörper auch. Ja, hat ihn leider. Bet. Tiefer, du könntest... Ja, ja, heil Barrett bitte. Okay. Barrett hat Limit, sehe ich ja jetzt gerade.
Das war dumm gewesen. Barrett, du könntest... Ja, mach mal Katastrophe. Sehr schön. Nein, jetzt habe ich Gebet gemacht. Ich glaub's aber nicht. Maximale Wut auf die Hörnchen. Tiefer hat Limit. Sehr schön. Mach das mal auf dem Oberkörper. Und du machst auf den Unterkörper, bitte. Cloudy Boy. Du könntest... Ja, doch ein Viagra bitte auf Dings machen. So, maximale Wut auf den. Bitte einen Erzengel. Dafür brauche ich es tatsächlich. Zumal ich jetzt auch schon den Unterkörper kaputt habe. Limit auf die Hörner. Maximale Wut. Und tiefer, du machst bitte ein Viagra auf dich selbst. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt doch so einfach wird. Ich hätte jetzt mit mehr Gegenwehr, ehrlich gesagt, gerechnet. Ich meine, ja, dass er dann halt, wenn er zusammengesackt ist, sich noch wehrt, das wusste ich vorher jetzt nicht. Kann auch neu sein. Kann aber auch deswegen sein, weil ich halt bei meinem ersten Durchlauf den im Grunde genommen einmal runtergesackt bekommen habe. Und das war's. Na, Barrett pennt wieder. Man hört es förmlich. Da ist mein FP-Boost. Also wie gesagt, ich hätte es mir jetzt halt schwerer vorgestellt, aber... Das ist okay.
Ich meine, welchen Kampf mir halt auch noch Sorge macht, sind halt die letzten zwei VR-Kämpfe. Ich bin hier falsch. Die letzten zwei VR-Kämpfe, die haben es echt schon in sich. Und das Schlimmste an der gesamten Geschichte ist, die sind noch nicht mal die schwersten Kämpfe. Maximale Wut. Und nochmal maximalisierte Wut. So. So wird das nichts. Ich zähle auf dich. Speedy! Moin! Alte Socke. Wie geht es dir? Soweit ganz gut. Ich habe eben gerade halt einen Boss geklatscht hier. Ein Side-Boss. Wo ich gedacht hätte, dass der schlimmer wird. Es muss auch so ein bisschen hier was sein. Stimmt, ich muss hier die Leiter hoch. Damit haben wir auch alle Zutaten jetzt.
bin jetzt auch gerade am überlegen, welche Sidequest mir noch fehlt. Müsste aber nicht mehr viel fehlen. Kennst du in Final 7 das Remake Speedy oder hast du noch nicht Zeit bzw. die Motivation gehabt? Oder kein Interesse? Das möchte ich noch nicht. Ich möchte erstmal mit ihm hier reden. Ihr habt es geschafft? Wirklich? Danke. Jetzt kann die Bürgerwehr endlich aktiv werden und den Leuten helfen. Ihr habt sicher alle Hände voll zu tun. Haltet durch. Machen wir. So ein paar Tiefschläge kriegen uns Leute in den Slums nicht klein. Ach ja, hier ist ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. British LPs? Oh. Ich finde, bei Final 7 sollte man es auch so ein bisschen selber spielen. Was jetzt natürlich für diejenigen, die jetzt auf das Komplettpaket halt warten, nicht zwingend halt jetzt auch als, ja, ihr müsst das jetzt kaufen, sondern halt, ich leg's auf jeden Fall ans Herz. So, zu dem Eingang des Slums möchte ich. Wenn man mich fragt, ja, es ist tatsächlich sein Geld wert. Weil schon allein halt das, was man halt überhaupt alles machen kann. Ich meine, es ist nicht wirklich richtig extrem lang für ein RPG. Mit 30 bis 35 Stunden verbringt man im ersten Run mit. Aber um halt maximieren. Hast du die Zutaten alle bekommen? Vielen Dank, das sollte reichen. Jetzt weiß ich, warum Aeris dir vertraut. Den Rest erledige ich. Ich mache mich gleich an die Arbeit, solange die Zutaten noch frisch sind. Ach, fast hätte ich's vergessen. Hier, das ist für dich. Hi Mina, welchen Kampf meinst du denn? Den allerletzten oder wie? Weil im Grunde genommen ist das eine Anspielung halt. Also der finale Boss ist eine Anspielung an Final 7. Ach, das Haus! Oh, hör mir bloß mit dem Scheißhaus auf! Dieser Scheißteil! Allen Ernstes! Dieses Scheißhaus! An diesem Scheißhaus habe ich 2 Stunden dran gesessen! Das, man muss dazu sagen, bei dem, ich bin jetzt, ja, es ist ja auch, ich hab, zu spät, schon weg, ich hab wirklich, beim ersten Mal habe ich das Haus wirklich total gefeiert, muss ich auch sagen. Jetzt allerdings
bin ich hier im Hard Mode, also im höchsten Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, 2 Stunden habe ich im Hard Mode dran gesessen. Das war nicht feierbar. Ich glaube, die Emojis sieht man nicht. Also zumindest sehe ich das hier auf meinem Bot nicht. Ich sehe es in meinem Stream selber nicht. Und ich sehe es halt im Stream-Chat von Twitch nicht. Und wie gesagt, beim B-Mod hätte ich jetzt auch damit gerechnet, dass ich etwas länger dran sitze, aber anscheinend dann doch nicht. Ich hab's selbst gesehen. Diese Gardisten von Shinra haben Corneos Villa erschossen. Angeblich ist Corneo verschwunden. Ich weiß gerade gar nicht, Ich glaube, die Kämpfe habe ich alle hier gemacht. Brauche ich auch nicht jetzt nochmal zu machen. Angeblich ist Corneo verschwunden. Bis auf. Nicht wahr, oder? Mir fehlt, glaube ich, nur der Kampf oder die 2 Kämpfe mit Aeris. Mir fällt gerade wieder was ein. Gab's eine Szene, die war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hier gibt's auch noch ein Item. Ah, Molotow. Das Item eigentlich schon? Ja, habe ich schon. Ach ja. Mina! Wie geht's? Wie steht's? Das ist wahrscheinlich genauso wie immer, aber ich frag dennoch. Bin mal so höflich. Hier ging der Weg runter. Ich brauche Hilfe. Ja, mir geht's eigentlich so wie immer. Unkraut vergeht nicht. Was habe ich denn jetzt eigentlich für ein Item bekommen, sagt mal. Da war das ein Accessory gewesen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles so kriege. Der wundersame Kristall habe ich bekommen. Was macht der denn eigentlich überhaupt? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Reduziert die Zustandsveränderung.
eigentlich nicht so toll, weil es halt auch Buffs halt reduziert. Jetzt bin ich aber im Überlegen, irgendwo kam ich doch noch runter. Bei Corneo selber, ja. Guten Morgen. Ihr seid es? Was wollt ihr? Wir suchen einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sicher einen. Ich verstehe. Ihr habt Glück. Ich kenne einen. Wirklich? Dann raus damit! Kommt mit. Lassen wir ihn reden. Was ist das für ein Loch? Hab da unten was zu erledigen. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie ihr auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo. Da muss ich hin. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken. Ihr müsst mir nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe. Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Okay, helfen wir ihm. Und wenn er lügt? Töten wir ihn. Klar. Soll mir recht sein. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. Eigentlich ist Leslie kein schlechter Typ. Er hilft zwar auch erst unter der Bedingung, dass man ihm hilft, aber naja, was soll's. Hier ist die Tür nämlich verschlossen, so. Ihn hat man hier unten eingesperrt. Von Verrat gefaselt und dass ich nutzlos wäre und mich dann einfach eingesperrt. Na dann, auf nimmer Wiedersehen! Er hinterlässt auf jeden Fall hier eine Materia. Hey, eine Heilmateria. Was zum Verkaufen? Jetzt kommt eigentlich einer meiner nicht ganz so Lieblingsstellen im Spiel. Echt? Nur 117? Oh, mir fehlt eine MP.
Materie hier drin, deswegen. Seid ihr soweit? Ja, wir müssten runter. Gut, dann runter. Was ist das für ein Loch? Eine Falltür für ungewollten Besuch. Wie? Da kommt keiner lebend wieder raus. Naja, zumindest war das bislang so. Blocken. Ach ja. Jetzt geht's in die Kanalisation. Eines der Gebiete, die ich aktuell weniger mag, aber das wird man höchstwahrscheinlich auch gleich sehen, warum. Du sagst uns danach, wie wir raufkommen, ja? Solange ihr euren Job macht? Also ich trau dir noch nicht, Freundchen. Eine falsche Bewegung und es knallt, klar? Dann durchlöcher ich dich wie ein verdammtes Sieb. Teile dir deine Munition besser gut ein. Hier gibt's gefährliche Kreaturen. Alleine würde ich hier nicht rauskommen. Doch... mit euch wird das ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns. Hintergrund ist, erstens, ich kann ja sowieso keine Gegenstände erstmal einsetzen. Nummer zwei ist, hier gibt es halt wunderschöne Viecher, die Sahagins genannt werden. Was können Sahagins Leute in Frösche verwandeln? Und viel aushalten. Wir gehen zum großen Kanal an der Grenze zu Sektor 7. Ihr geht vor. Ich folge euch mit etwas Abstand. Aber die Kanalisation ist sowieso hier so ein bisschen eingebröckelt und dementsprechend auch ein bisschen abgekürzt. Und auch verändert. Was ich eigentlich nicht schlecht finde. Ja, doch, wir gehen hier lang. Keine Chance. Ah, da haben wir sie doch schon. Ich meine, es ist nicht mehr so, dass ich halt wahnsinnig Probleme dagegen habe. Mach mal hier fertig. Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Mach mal fertig, Barrett. Hier kann ich mich noch mal kurz hinsetzen. Ich würde es jetzt nicht mit Blighttown halt zusammensetzen. Weil Blighttown ist dann doch nochmal eine ganz andere Spur. Natürlich lauf ich oder spring ich genau dort rein. Thank you.
Stimmt, da war ja was. Na, ist das Teamwork oder was? Glaub schon. Nein, ich wollte doch nicht. Ich wollte doch nicht die Materie herausnehmen. Bin ich denn eine wahnsinnig fette Beute? Meine auch. War das nicht so gewesen, dass die Viecher gegen Feuer empfindlich waren? Oder war das Eis? Gehen wir einfach jetzt mal der Reihe nach durch. Barrett, mach mal deine maximale Wut. Da war ja was. Nein! Los geht's. Sehr schön. Gebet. Hat natürlich auch noch Kampf um Fisch. Maximale Wut. Bisschen Gebet. Ja. Ich glaube, ich habe es jetzt eindrucksvoll gezeigt, warum ich halt denke, dass ich halt diese Saragins nicht mag. So, wo komme ich hier lang? Wie komme ich irgendwo nirgendwo rum? Oder komme ich hier doch weiter? Ach, ein Allheilmittel, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, hier bin ich, glaube ich, auch richtig.
er jetzt auf einmal in der Abwehrstellung halt nur noch. Oder noch mehr Verteidigung. Finde ich natürlich doof. Ja, mach mal da auf. Ja. Keine Chance. Versuch's doch. Bring es hinter uns. Keine große Sache. Nicht gerade gegen irgendetwas empfindlich. Das finde ich ein bisschen blöd. Meine Feuer ist tatsächlich hier doch das Beste. Okay. Das ging schnell. Ich unterbreche eure Unterhaltung nur ungern, aber auf der anderen Seite ist der Kanal, zu dem wir wollen. Wissen wir doch. Jupp. Willkommen im Untergrund. Hier lang. In der Nähe ist ein Privatunternehmen. Vorher noch nicht auf. Ihr geht vor und sichert den Weg. Schon klar. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anjan mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fügen habe. Wie? Los, jetzt macht endlich. Ah, anscheinend hat Anjan dann doch ein bisschen mehr Einfluss, als man denkt. Das ist auch so eine Sache, die ich halt überhaupt nicht mag. Das sind halt diese Abwehrhaltung. Okay, Limit. Barret, mein Trommelfell. Warte. Wir erreichen gleich Corneos Versteck. Ab hier gehe ich voraus. Aber es hier keine Gegner mehr gibt. Ja,
Jetzt sag uns, wie wir raufkommen. Er ist drin. Soll das heißen, wir sollen mitkommen? Tut mir leid. Aber ich brauche euch noch ein bisschen. Verdammt! Halt! Hinterher! Aber... Er hat den Schlüssel! Ohne ihn sitzen wir fest. Los! Und damit heißt es Hetzjagd. War da ein Item? Tatsache! Eine Kiste! Auch wenn das Giftmüll ist. Egal. Alter, ernsthaft? Jetzt kann ich dir das sagen. Wie kann das sein? Das sind Mängel. Habe schon gesagt, dass ich Sargins hasse. Kommt, macht euren. Wird's bald? Ernsthaft? Ja, das sowieso. Hier ist noch ein bisschen MP, das ist sehr schön. Hier haben sich diese Biester ihr Nest gebaut. Sie könnten jederzeit irgendwo rausspringen. Seid vorsichtig.
bisschen Heilung noch für Cloudy Boy. Da ist ein Item. Das will ich natürlich haben. Zwei Phönixfedern. Die sind tatsächlich sehr nützlich auch, wenn man halt nicht auf extrem hart spielt. Ich denke mal, dass ich mit Feuer hier tatsächlich doch recht gut vorankomme. Schon. Aua. Das beenden. Nicht gut. Okay, Barrett. Ja, eigentlich ist das ein bisschen Verschwendung, aber egal. Hin- und Herwechseln werde ich auch. Werde ich auch immer wieder verkacken. Ja, zum Glück ist es aber zwischenzeitlich dann immer. Maximale Wut. Tiefer ist ein Frosch. Das Glück ist mir bei dieser Stelle nicht ganz so alt. Dich zuerst besiegen? Danke. Der Feind ist geschwächt.
Sehr schön. Einmal ein Kreuzhieb. Ja doch, das reicht so. Megatrank. Das muss ja so kommen, ne? Sehr schön, die Kaiserkrabbe mache ich zuerst fertig. Ja, das geht noch besser. Das geht wesentlich noch besser, wenn ich halt nicht die ganze Zeit mit Cloud voller Kanne aufs Maul kriegen würde. Jetzt noch weiter. Ganz das Herrchen. Gib das zurück. Stimmt, da geht's zum Schatzraum hin. Ach, hier muss ich das Wasser ablassen. Ach ja, dabei war's. Gibt es eigentlich... Ich weiß auch nicht, wer halt sich das antut mit dem Froschring. Kommen halt die anderen auch noch dazu. Bisschen Gebet. Barret, du kannst ein bisschen schießen.
Das sind Engel. Maximale Wut. Aua. Ich muss mich leider so ein bisschen konzentrieren hier, weil ansonsten kriege ich hier gar nichts geschossen. Komm schon. Sehr schön. Ende mit Schrecken. Und ein Limit gleich dazu. Sehr schön. Gib her. Schicker Schlüssel. Sorry. Das gehört nicht wirklich dir, oder? Schwester, Mutter? Familie habe ich nicht. Unser Traum ist vorbei, Leslie. Die Blume steht für... Du musst mich vergessen. Für immer. Ein halbes Jahr her. Kurz darauf wurde sie Corneos Braut und verschwand aus meinem Leben. Den Anhänger gab sie mir zurück. Abgebrüht, oder? Dabei war das Teil verdammt teuer. Was willst du hier unten überhaupt? Ich will Rache. Ich warte schon zu lange. Wenn ich keinen Schlussstrich ziehe, werde ich nie loslassen können. Wenn's dir hilft. Solange wir nach oben kommen, ist's egal. Keine Sorge. Ich stehe zu meinem Wort. Du gefällst mir. Kommt hier lang. Eine Abkürzung. Ja. Damit haben wir auch das Motiv, warum Leslie halt unbedingt das jetzt zurückhaben wollte. Das macht auch Sinn, meines Erachtens nach. Warte, Corneo, wenn ich dich in die Finger kriege. Nein, Corneo gehört mir. Wie? Bitte. Verstanden. So, jetzt ist ganz wichtig, einmal hier das Hebelchen zu drücken. Wir wollen ja auch noch die Sidequests alle erledigen. Soweit es zumindest halt noch möglich ist. Und die Sidequest, die wir noch haben, ist ja die Sidequest mit den Schätzen. Müsste zumindest soweit sein.
Oh, das sehe ich ja jetzt hier gerade zum ersten Mal. Genau, hier die Kronjuwelen, da fehlen uns noch 2 Punkte. Nummer 18 und Nummer 19 haben wir abgeschlossen. Aber nicht in diesem Run, die haben wir ja gar nicht erst zu Gesicht bekommen. So, hier gibt es den Saragin-Prinz. Der holt natürlich... natürlich auch noch gleich ein paar Spielgefährten mit. Ich halt Barrett. Verfroscht. Ja, das gibt's doch nicht. So, maximale Wut, das mal auf den Sagen. Sind alle Frösche? Glaub's aber nicht. Okay. Ist das euer fun fucking Ernst? Kreuzschlag, sag ihn bitte, weg mit dem Scheiß. Tiefer Gebet, bitte, schnell. Maximale Wut sagen. Sehr schön. Damit haben wir jetzt schon mal die Elfenmiete jetzt gewonnen. Ich bin bereit. Hoffentlich. So, Viagra auf Cloud. Ende mit Schrecken. Links,
Maximale Wut. Ah, es geht doch. So, was wir hier kriegen, ist zum einen den Froschring. Aus welchen Gründen noch immer? Elixier. Könnte natürlich auch sein, dass es frisch verändernd ist, aber ich glaube es nicht daran. Damit wäre die Suche nach Cornelius Kronjuwelen wohl beendet. Und was machen wir damit? Könnte ziemlich lange dauern, bis wir einen Käufer finden. Wir sollten sie Male geben. Die kümmert sich um den Wiederaufbau der Slums von Sektor 7. Genau. An Male übergeben wir dir nämlich auch. Und das Schwert brauche ich jetzt. Denn ansonsten kann ich das nächste Stückchen dann total vergessen. Ich habe auch ehrlich gesagt erstmal gedacht gehabt, so von wegen, ja, das Schwert ist nicht so toll, aber es lohnt sich für Bosskämpfer auf jeden Fall. Eigentlich noch was? Nö. Komm, put. Ich meine, dass wir jetzt auch nicht kämpfen müssen. Auf dem Weg zurück. Ja, das tun wir auch. Kurz warten. Ob der Typ da drinnen alleine klarkommt? Hier ist Leslie. Ich habe eine Nachricht für dich, Corneo. Oh, du kommst allein? Ja. Oh, und wo sind die Täubchen vom Avalanche? War doch schließlich deine Aufgabe, diese Belger zu schnappen. Tut mir leid. Deshalb will ich mit dir reden. Schon, warum ich mich hier verstecke, oder? Ich hab den Täubchen von Avalanche etwas zu viel vorgesungen. Leider hat das Shinra absolut nicht gefallen. Sie wollten die Platte bam runterholen und ausnahmslos alles in Sektor 7 den Erdboden gleich machen. Aber diese Belger haben die Leute gewarnt und die meisten Menschen konnten leider fliehen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Shinra will Midgar aufgeben und ein neues Paradies zum Leben erschaffen. Ursprünglich hätte ich der Don vom Weimarkt in der neuen Stadt werden sollen. Stattdessen bin ich jetzt auf der Flucht. Eigentlich vor dir die Führung meines Ladens in der neuen Stadt zu überlassen. So ein Jammer. Und jetzt zur Preisfrage. Wann legen Schurken wie ich am liebsten alle Karten auf
doch bestimmt, du Schlaumeier! Wenn ihr wisst, dass ihr gewonnen habt. Bingo! Freu dich nicht zu früh. Hohi! Hier, hier! Wir würden jetzt von dir gerne alles über Sektor 7 hören. Ist er jetzt durchgeknallt? Hohi! Pech für euch! Denn ich schrei hier nicht zum Spaß rum, wisst ihr? Du schon wieder! So. Au, au. Das fängt ja gut an. Ey. So, dann kümmern wir uns erstmal darum. Wobei, Barrett, du könntest schon mal... Ja, den Schwanz angreifen. Währenddessen kümmere ich mich so ein bisschen selber um die Jungen. Weil die Jungen können ja halt auch ziemlich gefährlich werden, deswegen... Lieber die erstmal wegballern. Wie viele von denen habe ich denn hier noch? Zu viele auf jeden Fall. Barrett, maximale Wut wieder auf den Schwanz. Ein bisschen Feuer auf das mache ich auch ein bisschen Feuer auf das hier. Oh, die Kleinen, die regenerieren sich oder was? Tifa, du machst mal ein bisschen Gebet. Und Cloudy Boy, du machst jetzt mal auf den da ein bisschen Feiger. Nee. Die hauen tatsächlich einfach nur ab.
Alles klar. Das heißt, wir kümmern uns um den Dicken. Da kommt das wieder. Bisschen Limit. Was? Das war jetzt das Falsche. Aber eigentlich gar nicht mal so eine blöde Idee. Kreuzschlag direkt auf seinen Schwanz. Das mag er gar nicht. Das ist ein Gebet, damit halt die Heilung da ist. Aua. Sehr interessant, dass man den halt auch in Flammen setzen kann. So, ein bisschen Vita auf Barrett, weil der übernimmt ja gerade so den meisten Damage. Maximale Wut. Ein Gebet. So, jetzt haben wir natürlich auch noch ganz viele von den Kleinen halt hier rumlungern. Cloud hat ein Limit.
glaube, ich kann... Hier ist auch super natürlich Ifrit zu beschwören, weil die natürlich alle gegen Feuer empfindlich sind. Haha, das brauche ich. Und natürlich... Geht. Feuersbrunst. Ja, doch. Ich glaube, hier kann ich jetzt wirklich die Viecher eindeutig besiegen. Ja. Tiefer Feuersturz, bitte. Laut ein bisschen Gebet. Sehr schön. Feuersbrunst auf den. Du kannst ein Limit machen auf Akku selber. So. Ifrit zeigt, was du kannst. Ja, jetzt ist nur noch Akku selber da. Das war's mit Akku. Dafür gab's jetzt aber kein Buch. Bist du okay? Wo ist Corneo? Sorry, ist entkommen. Verstehe. Ich finde ihn schon. Ich hab sonst eh nichts zu tun. Willst du nicht jemanden anders suchen? Hä? Du hast sie doch geliebt. Manchmal merkt man es erst, wenn man jemanden verloren hat. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Die Blume steht für... Was wollte sie wohl sagen? Ein Wiedersehen. Ein Wiedersehen. Wie? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich sollte sie erst finden. Du hast recht. Danke. Moment. Hast du etwa dein Versprechen vergessen? Natürlich nicht. Da ist er. Gehen wir raus. Dann sag ich, wie ihr hochkommt. Einmal nach oben klettern. Es
Kapitel hat sich jetzt auch über die gesamte Zeit hinweggezogen. Gut, okay, man muss aber auch dazu sagen, hier in diesem Kapitel kommt halt am meisten noch vor. Ich hatte das jetzt auch nicht mehr so... Beziehungsweise die gesamten Side-Stories haben das halt so in der Länge gezogen. Meine Lunge tanzt vor Freude. Hier entlang. Eine Seilpistole. Schießt das Seil zum Klettern ab und zieht euch daran nach oben. Hinter dieser Mauer liegt Sektor 7. Mit der Seilpistole könnt ihr euch über Hindernisse wie Mauern und Trümmer ziehen. Hat aber keinen Abseilmechanismus. Ist man erst oben, kann man nicht wieder zurück. Bevor ihr hochgeht, solltet ihr alles Notwendige erledigen. Danke. Wir müssen los. Wir suchen auch jemanden. Verstehe. Dann viel Glück. Gleichfalls. Gehen wir. Ja, wir möchten natürlich jetzt zurück nach Male. Und das wird dann auch das Letzte sein, was ich heute tue. Oh, schön euch zu sehen. Das hier schickt der Racheengel. Das sollte uns beim Wiederaufbau von Sektor 7 helfen. Der Racheengel? Der Racheengel der Slums? Habt ihr ihn etwa getroffen? Nein. Er hat uns die Sachen nur zukommen lassen. Ja, sowas? Der Racheengel der Slums. Oh! Das ist ein wahrer Held. Sein Geschenk werde ich für einen guten Zweck einsetzen. Ach, ehe ich's vergesse. Das hier ist für euch. Könnt ihr sicher gut gebrauchen. Die Potion. Ja gut, die gesamten Sachen, die man eigentlich bekommt, habe ich natürlich schon erhalten. Das waren jetzt auch die letzten Zeitquests im Spiel. Das war es jetzt auch mit Kapitel 15. Ich meine, das Kapitel kann ich jetzt auch mal eben kurz zu Ende bringen, indem ich halt jetzt halt das Ende auch ein, Leute. Mach ich jetzt auch. Ja gut, von hier kamen wir halt. Und irgendwo hier würden wir dann halt die Nachricht dann halt erhalten. Wenn wir hier rübergeklettert sind, kommen wir so schnell nicht wieder zurück. Also wie gesagt, hier ungefähr kriecht man dann halt die Nachricht. Mal eine Runde durch die Slums. Damit du nicht vergisst, wofür Shinra büßen muss. Wollen wir wirklich los? Also wenn man hier jetzt halt die Nachricht halt aufsammelt, kann man halt zwei andere Sidequests, die ich ja auch gezeigt habe, halt machen. Und ich möchte jetzt allerdings halt alles... den Point of No Return halt weiterführen. Oder durchschreiten. Ganz schön hoch. Erfreut? Ja.
Na, immerhin etwas. Aris braucht uns. Zeigen wir dem Teil, wer der Boss ist. Los. Das war's mit Kapitel 14. Na dann, jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kragen. Wir holen diese Aris da raus. Und dann nichts wie weg. Los. Interessant wird es auf jeden Fall beim nächsten Mal, weil dieses Gebiet ist das einzige, oder dieses Kapitel ist halt das einzige Kapitel, wo mir noch eine Musikplatte fehlt. Und wie gesagt, ich mache hier das nächste Mal halt weiter. Das wird irgendwann, denke ich mal, und diese Woche noch passieren. Ich sage auf jeden Fall damit, bis zum nächsten Stream. Bleibt euch auf B, meldet sich ab.